إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ich danke Allah Azza wa Jal, dass er uns versammelt hat in einem seiner Häuser, um ihn erwähnen zu dürfen und gedenken zu dürfen durch seine Barmherzigkeit. Ich danke Allah Azza wa Jal in der Anzahl der Sandkörner in der Wüste und der Bäume in den Wäldern und der Sterne im Himmel und den Fischen im Wasser. Und ich danke ihm, so wie es ihm gebührt. Wir werden inshallah heute ein wichtiges Thema besprechen, liebe Geschwister. Und dieses zu lernen, ist eine Pflicht für jeden einzelnen Gläubigen. Es ist nicht die Pflicht der Gelehrten, wie manche denken. Manche denken ja, nach Wissen zu streben. Im Islam ist eine Sache für Gelehrte. Es gibt Wissen, wonach jeder streben muss. Jeder Gläubige, jeder Muslim muss danach streben. Und dies, worüber wir heute reden, ist so eine Sache. Und wir werden schon heute das Thema Reinheit, At-Tahara, inshallah durchkämmen und von Anfang bis Ende versuchen, inshallah zu behandeln. Dieses Thema ist normalerweise ein wirklich sehr, sehr großes Thema und beinhaltet sehr, sehr viele Sachen und hat halt viel Stoff. Und man macht normalerweise so das Thema wirklich in sehr, sehr vielen Vorträgen. Aber inshallah werde ich versuchen, nicht viel ins Detail zu gehen und nicht viele Meinungsverschiedenheiten euch wiederzugeben, weil das auch ein bisschen durcheinander macht, gerade die Brüder oder die Schwestern, die neu dabei sind. Und die Reinheit ist ja eine Pflicht in unserem Glauben. Und das mit Beweisen von Koran und Sunna. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَّرُوا. Und wenn ihr im Zustand der Unreinheit seid, so wascht euch oder reinigt euch. Allah sagt in einer anderen Ayah, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Und reinige deine Kleidung. Und Allah sagt in einer anderen Ayah, in Surat al-Baqarah, Surat 2, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Allah liebt diejenigen, die bereuen, die zu Allah zurückkehren, und liebt diejenigen, die rein sind oder sich reinigen. Und von den Hadithen werden wir inshallah auch einige erwähnen. Ein Hadith, wo der Prophet ﷺ sagte, Miftahu salatu at-tuhur. Der Schlüssel des Gebets ist die Reinheit. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet ﷺ ungefähr auf Deutsch, dass kein Gebet wird akzeptiert, bis man rein ist. Und in einer anderen Überlieferung, die auch authentisch ist, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, At-Tuhur Shatrul Iman. Die Reinheit ist die Hälfte des Glaubens. Welche Arten von Reinheit gibt es? Es gibt zwei Arten von Reinheit. Einmal die innere Reinheit und die äußerliche Reinheit. Die innere Reinheit, wa alaihi wasallam, die innere Reinheit ist, dass man sein Herz reinigt. Die Reinigung des Herzens. Wie reinigt man sein Herz oder wo? Wovon? Man reinigt sein Herz vor Götzendienerei, vor Unglauben, vor Geiz, vor Groll, vor Hass, vor Neid. Und man reinigt sein Herz auch von Heuchelei, von Betrug, von Zweifel. Und womit reinigt man sein Herz? Mit Monotheismus, mit Tauhid. Ja? Man reinigt sein Herz mit Aufrichtigkeit, mit Barmherzigkeit, mit Wahrhaftigkeit, mit Bescheidenheit und Gewissheit im Glauben, mit Vergebenheit, mit Großzügigkeit. Die äußerliche Tahara, die körperliche Tahara, und das ist auch die, worüber wir heute inshallah dann mehr oder weniger inshallah sprechen werden und dieses Thema inshallah behandeln. Die körperliche Tahara ist, dass man seinen Körper und seine Kleidung und seinen Gebetsort. Dass man seinen Körper
seinen Gebetsort und seine Kleidung reinigt. Womit reinigt man? Da gibt es zwei Mittel. Einmal ganz normal Wasser. Wasser, so wie es Allah erschaffen hat. Weil wenn man dieses Thema wirklich tief in dieses Thema reingeht, müsste man 1, 2, 3 Vorträge machen, nur über die Wasserarten. Also machen es die Gelehrten und in den Büchern. Die Wasserarten, wenn etwas reinfällt ins Wasser, wenn sich der Geschmack ändert, wenn sich die Farbe ändert und so weiter und so fort. Aber allgemein, inshallah, so wie Allah das Wasser erschaffen hat. Ja, und dafür gibt es normalerweise eine Regel, wann darf man das Wasser nicht mehr benutzen? Wenn eine von drei Eigenschaften verloren gehen. Welche sind es? Der Geruch oder der Geschmack ändert sich oder die Farbe ändert sich. Aber das ist, wenn die Änderung nicht durch Allahs Schöpfung ist, sondern danach eintritt, wenn etwas da reinfällt etc. Also zum Beispiel Salzwasser vom Meer, Meereswasser darf man benutzen. Obwohl der Geschmack ist salzig natürlich. Aber es ist Allahs Schöpfung. Deswegen darf man diese Gewässer benutzen, inshallah, für die Sache. Die zweite Sache, womit man sich reinigen kann für das Gebet und für die Gottesdiensten, ist es, dass man Sand oder Steine, jegliche Arten von Steine, Marmor etc., Sand oder Erde benutzen kann. Und wie man das macht, inshallah, werden wir gleich auch erklären. Wann darf man Erde, Steine benutzen? Nur in zwei Fällen. Einmal, man hat kein Wasser. Oder das zweite, man hat Wasser, aber man darf es nicht benutzen. Weil man krank ist zum Beispiel. Oder man hat Angst zu sterben, wenn man das Wasser benutzt. Und da gibt es natürlich auch einen schönen Hadith, eine schöne Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die uns das auch beweist. In einer authentischen Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf einer Reise. Und auf dieser Reise hatte sich ein Sahabi, radiallahu anhu, hatte sich verletzt, am Kopf verletzt. Er hatte eine offene Wunde. Und es war sehr, sehr kalt. Und als sie übernachtet hatten, hatte er einen feuchten Traum. Und nach einem feuchten Traum, wie wir inshallah auch gleich, wenn wir zum Thema kommen, danach muss man eine Ganzkörperwaschung vollziehen, ja? Eine Ganzkörperwaschung. So hatte er einen feuchten Traum und musste diese Ganzkörperwaschung machen. Aber er hatte eine offene Wunde. So fragte er die anderen, findet ihr für mich irgendwie einen Ausweg, dass ich das nicht benutzen kann, dass ich das nicht benutze, weil es ist sehr, sehr kalt, das Wasser ist kalt und ich habe eine offene Wunde. Aber sie kannten nur, also die dann geantwortet hatten, die kannten nur die ganz normale allgemeine Formel. Die allgemeine Formel sagt, nur benutzen, wenn man kein Wasser hat, so wie Allah das auch im Koran sagt. Ja? فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَنْ فَتَيَمَّمُوا. Ja, wenn ihr kein Wasser findet, dann macht ihr Tayammum. So, die kannten nur diese Formel, haben das eingesetzt, aber falsch eingesetzt. Was hatte er gemacht? Er hat damit die Ganzkörperwaschung gemacht und ist gestorben. Dann kamen sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam nach der Reise und fragten ihn, so und so ist es passiert. Was hat der Prophet gesagt? Er sagt, sie haben ihn getötet, möge Allah sie töten. Hat gegen sie ein Bittgebet gegen sie gemacht. Und sagte dann weiter, hätten sie nicht fragen können, wenn sie nicht wussten? Oder als sie nicht wussten? Ja, so die Unreinheiten allgemein sind die Unreinheiten alles, was aus den zwei menschlichen Ausgängen rauskommt. Ja, das sind alles, was da rauskommt, sind Unreinheiten. Mit denen darf man, also wenn man das irgendwie auf der Kleidung hat oder in dem Gebetsort, darf man nicht beten. Und alle Exkremente oder Fäkalien, die rauskommen von den Tieren, die wir nicht essen dürfen. Diese Sachen sind auch alle unrein. Und noch eine Sache. Viel Blut oder viel Eiter. Also wenn man viel Blut oder viel Eiter auf der Kleidung hat, darf man damit nicht beten, weil dies gilt auch als unrein. Es gibt manche Meinungsverschiedenheiten, es gibt andere Gelehrte, die sagen auch bei wenig Blut, aber allgemein ist diese Aussage schon stark, wenn viel Blut irgendwo ist, dass das unrein ist. Das Verrichten der Notdurft. Wie verrichtet man seine Notdurft? Wie geht man auf Toilette? Als erstes, und ich werde nicht bei jeder Sache die Hadithe und die Ayats vorlesen und übersetzen, weil es wirklich sehr, sehr viel Zeit nimmt. Also das würden wir dann nicht in einer Stunde oder bei einer Sitzung schaffen, inshallah. Aber ich habe diese Sachen von einem Buch genommen, von einem großen Gelehrten. Und die Hadithe sind alle authentisch und die Ayats vom Koran natürlich sowieso. Aber ich werde inshallah die Sachen euch so vortragen, damit man inshallah diese Punkte dann alle wenigstens einmal gehört hat und vielleicht
später, wenn es einer braucht, inshallah, sich den Vortrag nochmal anschaut und sich die einzelnen Punkte vielleicht auch noch aufschreibt. Dass man, also wenn man seine Notdurft verrichtet, ich meine, heute ist es einfach, wir haben Toiletten, Alhamdulillah, man braucht da nicht großartig sich